So, nun bin ich hier in Göschenen in der Zentralschweiz. Das war der Ort, in dem ich bei der letzten Tour auch noch in der letzten Etappe durchgekommen bin. Und ich dachte mir, hier ist ein schöner Platz, um von hier aus die nächste Tour zu beginnen. Ich habe ein bisschen was verändert am Fahrrad, vor allen Dingen am Equipment. Die Satteltaschen passen jetzt farblich besser. Nein, also Quatsch, die sind einfach nur ein bisschen leichter. Die Packtaschen, dann habe ich immer so eine Packtasche quer gekauft, die regendicht ist. Das ist, glaube ich, eine gute Aktion. Die Lenkertasche ist geblieben, die olle. Ja, und ein paar neue Handschuhe. Insgesamt ungefähr 3 bis 5 Kilo weniger Gepäck als letztes Mal. Und ich hoffe, das macht was aus. Ja, was ich fairerweise noch erwähnen sollte, dass die Kilo, die ich an Equipment gespart habe, ich an anderer Stelle zugelegt habe nach Corona, aber reden wir nicht drüber. Und hier ist so eine schöne Karte mit Mountainbike-Touren und da möchte ich heute von Göschenen aus, es ist jetzt schon 5 Uhr, hier zur Göschener Alb in der Nähe von dem Stausee fahren. Da soll es einen Campingplatz geben, da bleibe ich mal die Nacht und dann geht es morgen auf die richtige große Tour über den Sustenpass. Und dieses Nord-Süd-Tal hier, wo die Reuss entlang fließt, also von Andermatt runterkommt Richtung Vierwaldstätter See, das liegt schon zum großen Teil im Schatten. Ich fahre jetzt aber in westliche Richtung und da hoffe ich noch ein paar schöne Sonnenstunden. Da zieht sich jetzt die Straße zur Göschener Alb hoch. Der Campingplatz ist auch schon ausgeschildert. Und da unten im Tal liegt Göschenen. Und durch die Ost-West-Ausrichtung dieses Tals ist es natürlich jetzt sehr schön von der Sonne beschienen. Nun sieht man schön, wie sich die Straße hier, die kleine Straße, vom Bachtal wegwindet und in die Höhe schraubt. Und da wird es auch richtig steil. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie viele Höhenmeter man dadurch macht. Na, sieh mal eine an. Auch in der Schweiz gibt es unbeleuchtete Tunnel. Ah, das ist ein Auto, das leuchtet. Also wenn ich ehrlich bin, den Straßenbelag sehe ich nicht. Da wird schon kein Schlagloch sein. Diese Nordwestseite des Tals ist schon im Schatten. Auf der anderen Seite, auf der Südwestseite, da scheint noch die Sonne rein. Und dann sieht man auch den Mountainbike-Pfad, der sich hier lang schlängelt. Der hat natürlich nochmal eine ganz andere Steigung als die Straße hier. Was für eine senkrecht abfallende Wand hier. Und dann so eine kleine Straße. Und dann geht es wieder senkrecht bergab. Unglaublich. Und auf einmal verlässt man das Schattenland und es weitet sich der Blick. Eine Staumauer kommt in den Blick und das Allerbeste, ein Campingplatz. Ja, dann war das doch ein netter, relativ sanfter Aufstieg. Gut zum Warmwerden für den ersten halben Tag. Das ist hier sehr reizvoll und abgelegen, landschaftlich sehr ruhig gelegen, aber auch nicht viel Infrastruktur. Duschen gibt es hier nicht, irgendwo weiter außerhalb. Nun wird es Abend, die Mücken kommen
Die Sonne geht unter. Aber so, noch einmal hier so ein kleiner Rundblick über diese Landschaft. Das hier ist ein Ausgangspunkt für Wanderer, die ja wirklich hochalpine Klettertouren machen. Da sieht man den Damastock, 3600 irgendwie Meter. Und da oben hört man einen Bussard und hier ein Alphornbläser. Ich fasse es nicht. Das passt natürlich herrlich hier in das Ambiente. Sehr cool.